Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community. Herzlich willkommen hier zum nächsten Video zu Let's Dance. Gestern war wieder eine Live-Show, ohne Zuschauer selbstverständlich, denn Hashtag wir bleiben zu Hause. Dennoch war gestern eine tolle Show, denn sie stand im Rahmen zu Love Week, zur Liebeswoche. Es war eine tolle Show natürlich wie immer und rausgeflogen ist Ulrike. Natürlich war sie jetzt nicht die beste, muss man zugeben, aber man muss wirklich sagen, es wird immer enger und es wird immer spannender, weil wirklich doch sehr viele Gute mit dabei sind, auch Überraschungen. Aber bevor wir natürlich auf gestern eingehen, reden wir über meine Prognosen. Ich habe nämlich gesagt, dass folgende Tänze getanzt werden. Und zwar Contemporary, Jive, Tango, Rumba und Salsa. Alles bis auf Rumba wurde getanzt. Leider nicht wieder komplett, aber egal. So. Und ich habe gesagt, zittern müssen Ulrike, Martin und Leuscher. Tatsächlich habe ich nur 2 von 3 richtig, denn Laura musste zittern. Ganz knapp ist Laura, also was heißt knapp? Also ich denke schon, dass RTL es ein bisschen mit Absicht gemacht hat, weil ich glaube schon, dass sie mehr Anrufe bekommen hat. Aber so diese Spannung, Ulrike oder Laura, ich glaube schon, dass man so kurz auch bei Laura gedacht hat, das war's. Also irgendwie habe ich das so ganz kurz da gesehen. Aber dann natürlich freut man sich, wenn man weiterkommt. So, wir gehen jetzt aber natürlich auf die Show von gestern ein, die ganz im Rahmen der Liebe stand. Sei es nun, wie es hier so schön heißt, der erste Kuss, die erste Liebe, Trennung, Schmerz und vieles mehr. So, fangen wir also chronologisch an mit Laura und Christian. Die haben nämlich gestern getanzt. Den Jive zu Dein ist mein ganzes Herz von Heinz Rudolf Kunze. Es gab 23 Punkte plus 3 im Gegensatz zur Woche davor. Da hat man nur 20 bekommen, da hat ja Laura noch mit Robert getanzt, weil da hat ja Christian gefehlt. Von daher, ich finde mit 23 Punkten kann man zufrieden sein. Ich glaube aber immer noch auch, dass sie mehr kann. Das sagt auch die Jury. Man muss jetzt sehen, weil wie gesagt, das Feld wird enger. Ich denke schon, dass sie so in die Top 5 kommt. Also das könnte ich mir vorstellen. So Top 5, Top 6 ist locker drin. Und da muss geguckt werden. Da ist Moritz, da ist Tijan, da ist Luca Handy und da ist natürlich Lilly Paul. Also deswegen, das wird ein harter Kampf. Aber 23 Punkte, solide. Dann Ulrike und Valentin. Auch wenn sie natürlich rausgeflogen sind, haben sie sich noch im Gegensatz zur Vorwoche gesteigert. 15 Punkte haben sie bekommen. Und zwar haben die getanzt den Slow Fox zu Ich liebe das Leben von Vicky Leandros. Schönes Lied. Gestern waren fast nur schöne Lieder eigentlich, muss ich auch zugeben. Natürlich war das jetzt nicht ein ganz guter Slow Fox. Also 6 Punkte je von Roche und Mozzi, 3 von Lambi. Vielleicht hätte ich persönlich auch 4 noch gegeben, aber natürlich war das jetzt nicht so stark. Muss man zugeben. Aber es war schön getanzt zur Musik und sie war im Takt. Das muss man ja auch zugeben. Und das war ja nicht bei jedem Tanz von Ulrike so. Machen wir weiter mit Luca Annie und Christina Luft, denn die beiden haben getanzt. Den Paso Doble zu I Was Made for Loving You von Kiss. Hammerlied, ich habe das Lied schon sehr oft gehört und ist wirklich toll. Und die haben 25 Punkte bekommen, plus 3 im Gegensatz zur Vorwoche, haben so gesehen ihren Fluch gebrochen. Haben ja fast nur immer 22 Punkte immer für ihren Tanz bekommen. Und jetzt 25. Das ist doch mal in dem Sinne eine Steigerung. Und er tanzt auch echt gut. Also muss man ja auch einfach zugeben. Er hat das Gefühl und es wird insgesamt ein sehr spannender Kampf. Also so Finale, Halbfinale, Viertelfinale so gesehen. Das wird sehr eng. Also das geht dann so bei denen, die oben schon da sind, sehr eng zu. Dann der Tanz schlechthin gestern. So gesehen, was heißt so gesehen? Es wurde das dritte Mal gestern die 30 Punkte geholt und das allererste Mal, denn es ist wirklich Historisches passiert,
wurde bei einem Jive die volle Punktzahl geholt. Nicht mal eine Ella Endlich, nicht mal eine Vanessa Mai oder irgendwer davor, Gil oder Alexander Klaas, hat je 30 Punkte bei einem Jive geholt. Aber den hat gestern unser guter Tijan Jai mit Katrin geholt zu Crazy Little Thing Called Love von Queen. Hammer, es war wunderschön, es war mit so viel Elan und Spritzigkeit, mit sehr, sehr guten Kicks. 30 Punkte, top. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den restlichen 5 Paaren von gestern, die sich im Gegensatz zur Woche davor nur verschlechtert haben von den Punkten. Angefangen mit Ilka und Erich, die haben jetzt gestern nur 12 Punkte beim Contemporary geholt. Wir haben zu dem Song Go Your Own Way von Fleetwood Mac getanzt. Die Geschichte war toll und da hätte man 10 Punkte für geben können. Aber, und das muss ich auch leider sagen, wäre dann ein bisschen mehr Bewegung drin gewesen. Schön flüssiger. Ich glaube, dann hätte, ich guck mal auf die Punkte, 5 von Roche, 5 von Mozzi, 2 von Lambi. Ich glaube, dann hätte vielleicht Roche eine 6 oder 7 gegeben, Mozzi genauso und Lambi vielleicht dann noch eine 3 oder 4. Oder eine 4 könnte ich mir vorstellen, wenn da mehr Bewegung gewesen wären. Dann wären es so vielleicht 16, 17 Punkte auch wieder gewesen. Das ist halt ein bisschen schade. Natürlich ist sie weiter, aber Contemporary, ich hatte trotzdem eine Gänsehaut, weil es war schon sehr bewegend, die ganze Geschichte. Die war schon sehr ergreifend. Mit 12 Punkten letzter Platz, trotzdem natürlich weiter. Dann Paar Nummer 6 von gestern, Loja und Andrej. Ich frage mich, wie der Name jetzt richtig ausgesprochen wird. Egal. Die haben getanzt den Tango zu Bang Bang von Nancy Sinatra. 21 Punkte, also Loja. Insgesamt macht sie sich, nachdem sie eigentlich ausgeschieden ist und dann jetzt zurückgekehrt ist, weil John Kelly ja dann zurückgetreten ist. Hammer. 24 Punkte ja letzte Woche, jetzt bei 21 minus 3. Aber hey, also sie ist über 20 Punkte, was noch nicht jeder behaupten kann oder so gesehen geholt zu haben. Das war Hammer. Das war Hammer einfach nur. Also natürlich geht's besser, es geht immer besser, wenn man keine 30 Punkte bekommt. Aber ich glaube, keiner hätte es so zugetraut, dass Leuscher so zurückkommt und sie hat sich schon so gesteigert. Deswegen freue ich mich auch sehr für sie. Machen wir weiter mit Lilly und Massimo. 29, fast die 30. Lambi hat es ja begründet. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben mehr, was das war. Getanzt haben die jedenfalls den Quickstep zu Liebeskummer lohnt sich nicht von Sif Malmquist. Jetzt muss ich überlegen, was war nochmal Lambis Begründung? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber dann habe ich auch nur so gedacht, ach Mensch, diesen einen Punkt hätte er geben können. Dennoch war es natürlich wie immer eine tolle Leistung. Das ist einfach nur Hammer, was sie auch immer leistet. Woche für Woche für Woche. Krass. Einfach nur krass. Also man muss eigentlich nicht mehr zu jedem Paar so viel was sagen. Martin und Martha, so ein bisschen der Schauspiel mit am Anfang mit hier der Waschmaschine, das war schon witzig und das war im Takt. Getanzt haben die Salsa zu Eres Mi Sueño von Carlos Supo. War in Ordnung, aber da war zu wenig Hüftschwung. Wäre da ein bisschen mehr Hüftschwung gewesen, hätte er locker so 2-3 Punkte vielleicht mehr bekommen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mit 18 Punkten, minus 1 im Gegensatz zur Vorwoche, kann er dennoch gut leben. Und zum Schluss auch noch minus 4 Punkte, also so gesehen mit Ilka gemeinsam die größte Differenz bekommen. Moritz und Renata, die haben getanzt. Wo sehe ich's? Den Jive zu Dance With Me Tonight von Olly Murs. Das Lied liebe ich sowieso. Also ich mag sehr, sehr viele Lieder von Olly Murs. Und 21 Punkte, okay, es geht besser. Er hatte aber auch so ein bisschen Probleme, muss man zugeben, im Jive. Es war nicht ganz so schnell und dann eben natürlich im Vergleich zu Laura oder halt eben auch zu Tijan war das nicht ganz durchgezogen. Aber von daher
kann er eigentlich mit 21 Punkten trotzdem sehr zufrieden sein, weil er so ein bisschen diesen Pascal-Hens-Effekt hat. Also er könnte so ein Geheimfavorit sein. Ja, und dann ist halt eben Ulrike rausgeflogen, Martin als erster weitergekommen, dann Laura, Ulrike demzufolge draußen. So, das war die Show von gestern. In 2 Wochen geht's dann jetzt weiter, weil jetzt nächste Woche ist Ostern. Das heißt, da kommt natürlich hier kein Let's Dance Video. Aber jetzt muss ich mir mal kurz überlegen. Nächste Woche Freitag oder jetzt Freitag, wo ja Let's Dance theoretisch kommen würde, kommt ein Special mit, ich glaube, den größten oder den emotionalsten Jury-Momenten. Freue ich mich sehr drauf, könnt ihr auch dann ja gerne einschalten. 20.15 Uhr bei RTL. Und uns erwartet dann in 2 Wochen die Jury-Team-Tänze. Das bedeutet, wir haben ja jetzt noch 8 Paare. Demzufolge bei den 3 Jury-Mitgliedern, Roche, Botzi, Lambi, werden 2 von denen 3 Paare holen, einer von denen nur 2 Paare, weil man kann ja 8 Schlechte durch 3 aufteilen. Und dann wird man gemeinsam eine Gruppenaufführung haben. Die Jurymitglieder müssen nicht, glaube ich, unbedingt mittanzen, glaube ich. Nee, doch, die haben mitgetanzt. Doch, stimmt, die haben mal mitgetanzt letztes Jahr. Das wurde ja letztes Jahr erst eingeführt. Von daher freue ich mich schon sehr drauf. Trotzdem wird natürlich aber neben diesem Jury-Tanz auch normale Tänze getanzt. Und da tippen wir die nächsten Tänze. Mal überlegen, was könnte ich mir vorstellen? Ich sage, was ist noch wenig vorgekommen? Ja, so Samba, Salsa. Ich schreibe jetzt erstmal nur Samba auf. Cha-Cha-Cha haben schon viele getanzt. Tango haben noch nicht so viele. Rumba. Rumba müssen noch einige eigentlich. Big Step, Jive. Charleston. Ich glaube, das erwartet vielleicht mal wieder ein Charleston. Quickstep schreibe ich auch mal auf. Und weil ich ja immer 5 Tänze aufschreibe. Obwohl, es sind 8 Paare. Ich schreibe jetzt 4 Tänze auf. Wer zittern muss, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich sage, es muss zittern. Martin. Dann glaube ich, dass Ilke auch zittern muss. Und es wird halt echt eng insgesamt. Ja, Leuja. Ich sage jetzt mal Leuja. Also, so sieht's aus. Das ist meine Prognose, meine Theorie. Also, von daher, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Und aktiviert dann die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Ich freue mich in 2 Wochen. Dann sehen wir uns hier wieder. Und ansonsten schaltet einfach zu weiteren Videos auf meinen Kanal ein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, stay at home. Ich wünsche euch und eurer Familie, euren Bekannten nur das Beste. Und mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann wieder zu Let's Dance. Ansonsten könnt ihr auch immer gerne zu anderen Videos einschalten. Und mir bleibt demzufolge zum Schluss nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.